Yeah. Wehe, du kaufst meine Platte. Ah, erkenne deine gottgegebene Kraft. Ein konsequenter Konsument bist du und strebst nach Macht. Du bist schuld daran, wenn Künstler satt auf ihren Sofas liegen, sich vor geilertem Glanz ihrer Rolex spiegeln. Close up, du wolltest vom Entertainment profitieren. Brot und Spiele, dein Lieblingskünstler sprach von großer Liebe. Du hast ihm Klicks gegeben, es wirkt auf ihm wie Ritalin. Jetzt ehrlich, was macht der Clown, der rappt schwach wie tote Tiere? Würgereiz, purer Hass durchströmt dir das Körperteil. Ein Selfie mit einem abgehobenen Sternchen, das sich nicht würdig zeigt. Das geht nicht, anstatt vom Leben zu erzählen, wie es ist, tätowiert er sich den Text seines größten Hits. Fragezeichen, wer passender? Er fragt sich, was er erreichen kann. Respekt war ihm wichtig, er hat's gekriegt und da bleibt er dann. Seine Schuld, jein. Gönn ihm keinen Hype, nein. Willst du ihn wirklich besser machen, halte ihn klein. Wünsch deinen Lieblingskünstlern Misserfolg, damit er hungrig bleibt. Halt ihn ein altes Taschentuch hin und er unterschreibt. Es könnte ein Vertrag sein. Von meinem Nachbarn belästigt. Lese ich seine Konversationen auf WhatsApp mit. Sein Leben ist hässlich, sein Handy ist riesig, sein Ego ist mächtig. Doch ich bin gerade lieber mit seinem als mit meinem Leben beschäftigt. Guck den anderen vergessen so gern in die Einkaufstüten und frage mich, wie sorgen sie für ihr leibliches Wohl oder Übel? Oft liegen zwischen Parmaschenken extra große Damenbrille. Rasiergel, Paniermehl, fettarmes Geflügel. Nix Großes, alles nur Genussmittel zum Zweck. Nicht grad Fantasienregen, denk ich und guck weg. Ich fahr seit Jahren diese Linie, kenn den Untergrund perfekt. Hör Casino von Limur und schon verdunkelt sich mein Blick. Alles Drecks liegt nicht in meiner Macht, in meiner Stadt. Für viele Nettigkeit und sinniger Quatsch. Gelinde gesagt, keiner hat Bock auf Reden, Konversation findet nicht statt. Jeder guckt aus dem Fernseher, ihre Pupillen springen im Takt. Meine U1 fährt immer vorwärts bitte. Von Girlie über Kiku bis nach Norder steht Mitte. Meine U1 fährt vom Wildenbergplatz bis zur Warschauer Straße. Junge, wie findest du das? Sag mir. Meine U1 fährt, hier bin ich richtig. Von Großhansdorf über Berne, wohin genau ist nicht wichtig. Meine U1 fährt, yeah. Leg dein Ohr auf die Schiene der U1 und schon bist du richtig.